overcast start, day two of Eurosport's coverage of the Belgian Grand Prix. Here at Francorchamps, the weather decidedly cooler than it was on the first day of practice, and you reckon, John Watson, that might have a bearing on today's proceedings? Yes, Matt, Friday was a much warmer day, and of course these 3.5-litre engines don't like hot air. Saturday morning now, it's cooler, and I think we'll see an improvement in lap times. Certainly the times on Friday afternoon were slower than the pole time from last year, so we can expect to see those times dropping possibly by up to a second or more. Pole last year was 1 minute 50.8, and so far we're in the 51s. McLaren's, Ferrari's, Benetton, Williams, they're the people at the front. They're going to be the people at the front by the end of today. What will happen in the race on Sunday? Well, we have just to wait and see, but one has to suspect there isn't going to be very much difference in the status quo. Okay, John, thanks very much. Let's just have a check on the championship standings. In the Drivers' Championship, Ayrton Senna is in the lead with 54 points, 10 ahead of his arch rival Alain Prost for Ferrari. Third is the other McLaren driver, Gerhard Berger. He has 29 points. And fourth, the Belgian hero, Thierry Boutsen, with 27. Nelson Piquet is fifth with 22. Ricardo Patrese is sixth. And three drivers share seventh place, John Alesi, Nigel Mansell and Alessandro Nannini. Tenth is Ivan Capelli. 11th, Eric Bernard. 12th, Derek Warwick. Two drivers in 13th place, Stefano Modena and Alex Caffi. And two in 15th, Satoru Nakajima and Aguri Suzuki. In the Constructors' Championship, McLaren Honda have the lead with 83 points, ahead of Ferrari in second place with 57. Third, a Williams Renault with 42. Benetton Ford are fourth, Tyrrell fifth, Leightonhouse Judd are sixth, along with Lola Lamborghini. In eighth place, it's Camel Lotus, and in ninth, Brabham Judd and Arrows Ford. Ayrton Senna grabbed the headlines on day two at Spa without even touching a car. Before practice began, McLaren announced he had re-signed for a year with an option to make it two. It's a two-year agreement. As the communique says, with an optional second year. But both sides are going to this new contract with the state of mind of working for it to be a successful two-year period. Ayrton's a very complex individual, and we have a great attention to detail in the document that constitutes the agreement, and therefore it just took a long time to get every single part right. We're very happy with the outcome. Senna's decision will have had repercussions up and down the pit lane, not least at Williams, who at one time had seemed close to signing the brilliant Brazilian. Well, Senna was never, despite everyone's speculation, directly in focus. He's a McLaren man, and I would always have been astonished if he'd ever left them. We are in discussions with drivers. I don't see any reason to rush those discussions. I can't say with whom these discussions are taking place, but in due course we'll make decisions and then announce them. I mean, is it wild speculation to say that Nigel Mansell could still be in the picture? I think it's fair to say that whilst discussions are going on, it will be improper to mention any names. Williams are on a high after Thierry Boutsen's victory in Hungary, and the Belgian has been running a new version of the Renault engine called the Evolution 2 in practice. Renault's Jean-Jacques Delarouvière told us about it. The number two evolution of the RS2 Renault engine, and this evolution is about a new conrod assembly and a new camshaft. And what are the main advantages? We hope to have more speed. More speed up at the top or in the middle or low down? No, not in the low, because the engine is very good in the low revs, but we need more speed for the high. And it's just been used in qualifying? Just in qualifying, because for the moment we are not sure about the reliability of the engine in race. Talk of Senna joining Williams must have been unsettling for Thierry Boutsen, so the win in Hungary will have come as a welcome relief. Sure, yes, it was a very good race for me. It was probably the best race of my career, very difficult race in the dry, and I think very spectacular for television. I mean, television coverage, I watched it afterwards, was very good. I think as nervous watching it on television than sitting in the car. But now you come obviously to your home Grand Prix on a pretty good high. Yeah, sure, but it's a different circuit here. It's a much faster track. And our car works maybe a little bit less
not as good as in Hungary. Now, all these rumours about leaving Williams, and you've, I think, expressed that you'd quite like to stay in Williams. You certainly must have increased your currency recently. I don't know. I don't know what's going on at the moment. Frank hasn't made any decision. What I said always is that if there is a room, I would like to take it, if there is a room for me. Because I feel that I've done a lot of work here in the Williams team since last year to develop the car, develop the engine. And it's only now, at the end of this year, that everything will be put together to get a very good, very competitive car and engine for next year. So I think all this work that I have done with the team, I think, well, I would like to be there next year to use it and try to win the championship next year with that. Life at the top is run-of-the-mill for Senna, but others are struggling, among them JJ Leto, jobless following Monteverdi's disappearance. Well, even I don't know. I just got a fax on Wednesday that they're going to stop the whole thing, and the reason was that Goodyear wasn't supplying the tyres. But I think that the main reason was that we didn't have money anymore. And where do you go from here? From here, back home and trying to find some other job. Hopefully Formula One testing contract for this year, or maybe a drive, or Group C. We will see. Any firm options? Not at the moment. It's very difficult now, but hopefully something comes up. Unlucky Bertrand Gachot only pre-qualified for the first time here in Belgium, but life has its compensations, among them girlfriend Katie Palmer. Well, originally I was working for Marlborough. I was running their hospitality unit in Formula 3000. And it wasn't really a great interest in motor racing. It was just a fantastic job because it meant travelling all over Europe and doing some, you know, exciting work. For me, it was very interesting. And I met Bertrand at his Formula 3 race at Silverstone. And it kind of developed from there, did it? Yes, it sort of developed from there. And it was a bit difficult because, you know, it isn't easy when we're working in the same profession. But that was for the first year. It was I was working for Marlborough, and he just carried on his racing. And at the end of the year, he asked me if I would work for him, because obviously it would be a lot easier. We would be together, and I could do public relations work for him and stuff like that. But I prefer to be here, to be involved, because then you know what's going on. When the morale's down, you realise why. You know the problems that surround the motor racing. And there are a lot, you know, obviously in any business there are a lot of problems. And I think if you're there, you understand what goes on. And also you can share in the, you know, when the times are good as well, you can share in that. Well, now the times haven't been too good this year. It's been a pretty hard year for Bertrand. Second year in Formula One, and really, presumably, this stage struggling to stay in there. Yes, it's been very difficult this year. It's been very frustrating, but he's been fantastic. Really, it just the morale, he's kept it up all year. He's been very strong, and he's so determined to make it that I think, you know, he knows that in the back of his mind, and he doesn't let it worry him, really. He just keeps going and persevering and hoping that next year will be better. Kate, obviously the minuses of this existence are the worries and the anxieties. What are the bonuses? Oh, it's a... I think probably more bonuses for him, because it's a fantastic feeling when he can be successful. You know, it's such a hard path, and once you pass that and you get through, I'm sure it's a fantastic feeling. But for me, obviously it's a beautiful life. You know, I enjoy traveling and I go all around the world, and it's fantastic. And I enjoy being with him. We get along really well together and we have a nice life. And do you think one day maybe you'll be living with a world champion? I hope so. I think so, yes. Well, we had to take a break now, but coming up in a couple of moments, the main business of the day, the final qualifying session for the Belgian Grand Prix. Stay with us. Welcome back. Time now for the best action of day two at Spa, the battle for pole position, the final qualifying session for the Belgian Grand Prix. Your commentators, John Watson and Alan Tindall. Training, bester und schnellster bisher, Gerhard Berger auf dem McLaren Honda. Mit einer Minute 51,211, das wäre vorläufig die beste Startposition. Neben ihm würde zum Prost stehen, der etwa 6 Zehntel langsamer war. Dann in der zweiten Reihe Senna, Mansell, Piquet, Buten, Alesi, Patrese und Guglielmin und Catelli. Sie sehen hier Alessandro Nannini, den Fast-Sieger vom letzten Grand Prix in Ungarn. Vielleicht erinnern Sie sich, an zweiter Stelle liegend wurde er von Ayrton Senna in der Schlussphase des Rennens abgeschossen, so muss man wohl sagen. Nannini im Benetton Ford,
Das Wort Training ist eigentlich falsch. Was sich hier abspielt, ist alles andere als ein Training. Die Tanks haben nur ein Minimum an Sprit. Es gibt spezielle Qualifikationsreifen, ja, spezielle Qualifikationsmotoren. Hier geht es ausschließlich um die Startposition beim morgigen Rennen. Der Trainingsbeste hat schon gut 100 Meter Vorsprung vor dem Letzten. Und er muss auf dem Weg zum Sieg 25 Fahrzeuge weniger überholen. Es geht also um Prestige, natürlich auch um Preisgeld und Chancen fürs Rennen. Das Problem, praktisch aus dem Stand super schnell zu sein. Kein Herantasten, kein Kennenlernen der Bedingungen. Nur eins zählt, die Bestzeit. Mini oder vor Grand Prix haben das manche schon genannt. Chaosrunden ist ein Ausdruck, den Niki Lauda geprägt hat. Nannini in der Schlussphase seiner schnellen Runden. Er war gestern nicht besonders gut, liegt momentan auf dem 15. Startplatz. Eine Position, die nicht akzeptabel ist für ihn. Er hat sich etwas verbessert. 1:53,497 Sekunden. Und er rückt fort auf den 5. Rang. An den Boxen haben wir unseren Mitarbeiter Michael Schmidt vom Sportauto. Michael, bitte, was gibt's denn an den Boxen? Ja, in der Pause zwischen dem Vormittag und dem Abschlusstraining herrschte hier Hochbetrieb in den Boxengaragen. Bei Ferrari und Benetton wurden Motoren gewechselt. Nigel Mansell war wieder einmal unzufrieden mit seinem Motor. Er sagte, es sei ein hoffnungsloses Unfall. Bei Nelson Piquet war es höhere Gewalt. Ihm ist heute Morgen der Motor zerplatzt und er muss nicht im Ersatzauto fahren, weil die Mechaniker mit ihrer Arbeit nicht fertig werden. Gerhard Berger ist ziemlich besorgt über die Zeiten, die Alain Prost heute Morgen im freien Training vorgelegt hat. Er sagt, wenn er schon im Training so schnell ist, dann ist zu befürchten, dass er im Rennen der große Favorit wird. Ayrton Senna schließlich ist etwas genervt, kann man sagen. Er ist sauer, weil er eine Sekunde langsamer ist als sein Teamkollege. Er kann sich das nicht erklären und er macht dann das, was alle Teamkollegen machen, wenn der Stallgefährte schneller ist. Er übernimmt einfach die Abstimmung von Gerhard Berger. Okay, Dankeschön. So viel von den Boxen also weg. Berger immer noch vorn mit einer Zeit 1:51. Senna, wie gesagt, eine Sekunde langsamer und auf der Strecke im Moment Ivan Capelli im March. Die Strecke ist fahrerisch sehr anspruchsvoll mit 7 Kilometern, die längste des Grand Prix-Kalenders. Viele Fahrer bezeichnen sie als die schönste der Saison. Hier kann der Pilot alles zeigen, was er kann. Fahrerisches Können und Herz, viel Mut vor allen Dingen ist nötig. Ivan Capelli, Durchziel 1:54,8, seine Position im Moment Rang 13 in der Startaufstellung. Wenn Sie hier ein gelbes Auto sehen, das Ihnen ein bisschen fremd vorkommt, dann kann das sein, das ist Bernard Gachot. Ein Belgier im Coloni, den sehen Sie nicht allzu oft, denn er hat sich bisher noch für kein Rennen qualifizieren können. Aber wir wollen Sie nachsehen, den belgischen Kollegen. Sie versuchen, Ihre Fahrer natürlich ins Bild zu rücken. Immerhin, es ist nicht mal ein Deutscher dabei. Auch für Techniker und Ingenieure ist alles drin. Die längste Gerade steigt an. Sehr schnelle Kurven, die Rundendurchschnitte liegen. Berger zum Beispiel bei 225 Kilometer pro Stunde, Durchschnitt wohlgemerkt. Und dann gibt es noch eine Besonderheit hier in Speis, regnet häufig bei den Grand Prix, aber davon sind wir ja bisher, Gott sei Dank, verschont geblieben. Das ist Eric Bernard im Lola Lamborghini. Ein aufstrebendes Talent, wie viele meinen. 19. bisher. Er mit dem Versuch, seine Position natürlich zu verbessern. Heute Morgen beim Training ist ihm das schon gelungen. Da war er 10. Und ich bin sicher, der junge Mann, 26 Jahre alt, wird sich in der Startaufstellung weiter nach vorne schieben. Derek Warwick im Lotus Lamborghini. Die Stars bisher alle noch an den Boxen. Sie sehen hier Ayrton Senna. Die Feuerschutzhaube hat er bereits
aufgezogen, aber bisher noch Gelassenheit bei den Topstars. Pro Qualifikationsstunde gibt es für jedes Team nur 2 Satz Reifen. Die Top-Teams, die alle einen Goodyear-Vertrag haben, können unter 4 verschiedenen Gummimischungen wählen. Üblicherweise nimmt man für die Qualifikation die weichste Mischung. Damit lassen sich über eine Runde die besten Zeiten erzielen. Ist die Entscheidung gefallen? Das passiert meistens etwa eine Stunde vor dem Beginn des Qualifikationstrainings. Werden die Reifen markiert und das Fahrzeug bei der Ausfahrt an den Boxen kontrolliert. Berger, Prost, Senna, Mantell, die ersten 4 von gestern bisher noch nicht auf der Strecke. Derek Warwick nähert sich dem Ziel und ist durch in einer Zeit von 1:55.3. Lassen Sie mich schauen. Hat sich um 1 Sekunde verbessert, aber an der Reihenfolge nicht sonderlich viel geändert. Rang 15. Hier sehen Sie noch einmal die Situation der ersten 8. Berger, Prost, Senna, Mantell. Das sind die großen 4, die vorne liegen, die aber bisher noch nicht auf der Strecke waren. Es wurde schon oft gesagt, ich wiederhole es trotzdem, die super weichen Qualifikationsreifen halten genau 3 Runden hier. Der Blick von einer entfernten Kamera auf die Strecke, von der Höhe herunter, am anderen Ende der Strecke. Maurizio Guglielmini im March, der Teamkollege von Ivan Capelli. Ich wiederhole trotzdem, die super weichen Qualifikationsreifen halten genau 3 Runden. Eine, um sie anzufahren, richtig warm zu machen, auf die optimale Betriebstemperatur zu bringen. Dann sind sie richtig weich, kaugummiweich, halten genau über 1 schnelle Runde und um die Fahrer in einer Auslaufrunde wieder an die Box zurückzubringen. Jetzt also doch einige Fahrzeuge auf der Strecke. Das ist Alex Cappi im Arrows. Das Fahrzeug, das wahrscheinlich schon zum Saisonende mit dem Porsche-Motor 12 Zylinder mit dem neuen Aggregat aus Zuffenhausen ausgerüstet werden soll. Alboreto und Cappi im Mittelfeld. Der Startaufstellung bisher, das ist nicht anders zu erwarten. Das ist so in etwa das, was das Team im Moment leistet. Schwer zu sagen, aber ich glaube, Cappi ist auf der schnellen Runde. Wir haben hier keine Informationen, ob die Fahrzeuge gerade erst rausgegangen sind und anfahren oder ob sie sich schon auf der schnellen Runde befindet. Das muss man im Augenschein abstimmen. Cappi scheint richtig zu beschleunigen, richtig Gas zu geben. Wir haben ja auch nicht die ganze Zeit gesehen. Jetzt geht er über den Zielstrich, mal die Zeit anschauen. 1:55.1, Guglielmin schon wieder draußen. Schwierigkeiten für den Brasilianer im March und Cappi auf Rang 16. 1 Sekunde und 4 Zehntel schneller als seine gestrige Zeit. Also die Bedingungen scheinen recht gut zu sein. Das ist der Teamkollege von Alex Cappi, Michele Alboreto. Da kommt die Wiederholung von Guglielmins Missgeschick. Ist wohl nichts anderes als ein schlichter Defekt. Bei Williams hören wir von den Boxen, bei Buten und Patrese, also Buten, dem Überraschungssieger von Ungarn vor 14 Tagen, werden noch die Getriebe gewechselt. Das ist noch einmal Nannini. Senna, Piquet, Mantell machen sich wohl fertig, um demnächst auf die Piste zu gehen. 2 Satz also, wie gesagt, für jeden. Das heißt, reicht eigentlich unter normalen Bedingungen. Es gibt da Ausnahmen, die kann ich Ihnen vielleicht im Verlauf dieser Qualifikation noch sagen. Das reicht im Allgemeinen für eine einzige schnelle Runde. Nannini also
draußen. Im Moment die fünfte Position, das sagten wir, seine Bestzeit, 1 Minute 53,4 Sekunden, 53,5 fast, nähert sich dem Ziel. Schwierige und sehr schnelle Passage hier, die Passage kurz vor der Zielschikane, der Bushaltestelle, wie die Fahrer hier sagen, das ist sie. Recht eng die Einfahrt, beide Randsteine berührt, aber das war sie noch nicht, die optimal schnelle Runde. Er fährt auch voll durch, das war wohl erst der Anlauf. Eins 52,6, bisher die beste Zeit, die eingeblendete Zeit hat wohl nicht gestimmt. 1,52,6 für Nannini, heute die beste Zeit, aber keine Verbesserung vom Rang her für ihn. Er bleibt vorläufig Fünfter hinter Berger, Prost, Senna und Menzel. Im Bild haben wir Jean Alesi, der schon eine schnelle Runde hinter sich hat, mit 1,52,8 und den sechsten Rang innehat. Und das ist der Topstar der Formel 1 des Grand Prix Sports, Ayrton Senna, Brasilien, auf dem McLaren Honda. Sie sehen selbst, Anfahren der Reifen, gemächliches Tempo für den Brasilianer. Etwas enttäuscht für ihn sicher am meisten die dritte Startposition, über eine Sekunde langsamer als sein Teamkollege Gerhard Berger aus Österreich. Dass nur zwei Satzreifen ausgegeben werden, hat natürlich einen Grund. Der wichtigste Sicherheit. Man will verhindern, dass zu viele Fahrzeuge gleichzeitig auf der Strecke sind. Das ist wieder Bernard Gachot im Coloni. Jetzt reicht aber. Das Qualifikationstraining gilt als relativ gefährlich, nicht nur wegen der absoluten Topgeschwindigkeiten, die die Piloten versuchen, aus ihren Fahrzeugen herauszupressen. Die Gefahr kommt vor allem von den unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf der Strecke. Anfahrende, so wie hier bei Senna, ausrollende Fahrzeuge, dann die Piloten, die auf Zeitenjagd sind. Das macht an manchen Stellen 150, 200 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeitsunterschied aus. Senna und dahinter, das ist wohl Nannini, der aufgeschlossen hat. Bin gespannt, ob er eine Windschattenfahrt versucht. Nein, Entschuldigung, liebe Zuschauer, das war wegen der irrtümlichen Zeiteinblendung. Ich war noch der Meinung, er wäre gar nicht vollgefahren. Die Zeit läuft mit für Ayrton Senna, ich bin gespannt. All eyes and all watches now on Ayrton Senna as he sets off on his first quick lap here in the second qualifying session. Down he dives into Eau Rouge, then up this 1-in-6 climb over the top, and it's absolutely daunting even to stand there and watch at that point. This is the fastest part of the circuit. We're now up on the Kemmel Straight, that we're doing nearly about 140 miles. Oh, sorry, way over that yesterday. They're lapping at almost 140 miles an hour. Yes, the quickest cars were the McLarens. They were reaching 193, I think it was, just before they get on the brakes. And it's a long uphill straight. The important part of the straight really is not the straight itself, it's the Eau Rouge and that section just after it, where you've got to get through that section absolutely as cleanly and quickly as possible, because the speed you carry on to the first half of the straight is so vital to a quick lap time. Senna had a little bit of traffic there, he's been able to get through fairly cleanly, and I don't think that will have had much effect, but of course you're talking about thousands of seconds, tenths of seconds, and now we've got another car, one of the Ligiers. Let's hope there's cooperation. Yes, they're really pulling over, letting Senna get through cleanly there, and nothing really to say that would have held them up. Now at the bottom of the circuit, the lowest part, Stavolo. It's around this part of the circuit we're looking to see how quick it is. The split time there, the quick times have been around about 1:24:25. So Senna's lap so far looks to be reasonably good, but of course there's still a little over a mile to go until he gets to the checkered flag. And that was the first suggestion there, that he was anywhere even near a curve. Bouncing over those a little bit as he's behind Piquet now.
comes up towards completing his lap. I don't think it's going to be a Berger time. It's going to be very quick, though. It's close. It's 151.24, which is an improvement on yesterday, and indeed should bring him up ahead of Prost up onto the front row. Der zweite Rang nicht schneller als... Jawohl, die Besten von heute, aber nicht schneller als Gerhard Berger. Gestern Senna also auf dem zweiten Startrang bisher. Aber er hat ja noch einen zweiten Satz Reifen. Und dann waren Berger, Prost und hier Menzel noch gar nicht durch. Menzel also unterwegs, vierter bisher. Senna hat also, das wurde bekannt, gestern einen Einjahresvertrag für ein weiteres Jahr also mit McLaren unterschrieben. Die Spekulation war ja sehr heftig. Der Betrag, den er gefordert haben soll, sehr hoch, 15 Millionen Dollar für ein Jahr. McLaren wollte ihn eigentlich für 3 Jahre binden. Senna wollte nur einen Einjahresvertrag, hat sich nun also durchgesetzt. Es wird geprüft, was wohl am Ende bei den Verhandlungen herausgekommen sein wird. Welches Salär für den Brasilianer? Man redet von 12 Millionen Dollar, das wären ungefähr 19 Millionen D-Mark. Ein Journalistenkollege hat ausgerechnet, das wären 950 Kilogramm Gold. Ungefähr das 13-fache Körpergewicht des Brasilianers. 1,52,6, keine sensationelle Zeit für Nigel Mansell. Nicht einmal besser als gestern. Hier sehen wir sie eingeblendet. Er bleibt auf seiner gestrigen Zeit sitzen. Also vierter Rang. Berger, Senna, Prost, Mansell, 2 McLaren. Vor 2 Ferrari im Moment und hinter der Grafik wollte ich sagen, jetzt voll im Bild sehen Sie Thierry Boutsen im Williams Renault, den Überraschungssieger von Ungarn. Seinen dritten Sieg und seine erste Pole-Position hatte er da, seinen ersten Sieg im Trockenen, seine beiden vorausgegangenen Siege im letzten Jahr in Kanada und in Australien, in Adelaide. Waren ja Regen. Watching Nakajima. Only 12th quickest yesterday, Nakajima. As always, that startling teammate, considerably quicker than him. He was, in fact, 7th quickest in qualifying on the first day, despite a little spin, but not, of course, on a south lap. But Nakajima, his best time so far is 155.798. And he's just improved on that, 155.399, that's today, so he's improved his time considerably. But such is the pace of qualifying today that Nakajima, who was 12th yesterday, has dropped 10 places. He's now down to 22nd, so really everybody else has leapt forward. Nakajima's time was less than half a second quicker than he managed to do yesterday, but he needs to find a lot more than half a second. And you've got to remember, John, we've only about 25 minutes, just a little over 25 minutes gone in this qualifying session. Yes, but Nakajima has suddenly found that time. He's gone from dropping to 22nd, he's now up to 8th. He's done a time of 153.468. So Nakajima is right behind his teammate, John Alesi. Now, Alesi is almost 0.6 of a second quicker than Nakajima, but that was a lot of time that Nakajima found, and a pretty impressive effort, I must say. Im Moment, da einige Fahrzeuge nach vorne gerückt sind, nur auf dem 10. Startrang. Wie gesagt, seine erste Pole-Position hatte er vor 14 Tagen in Ungarn beim Rennen. Und da gab es ja bekanntlich den Start-Zielsieg für den Belgier. Alle Augen hier natürlich auf den Fahrer, der hier seinen Heim-Grand Prix bestreitet, gerichtet. Und das ist der Weltmeister Alain Prost im Ferrari und dem ebenfalls an diesem Wochenende bekannt wurde, dass er bei Ferrari bleibt und ein weiteres Jahr bei den Italienern fährt. Also viele Spekulationen, viele Gerüchte um
Die Transfers bei der Formel 1 kommen damit zum Erliegen. Die beiden Topstars des Grand Prix Sports sind festgebunden an ihre bisherigen Teams. Senna bleibt bei McLaren, Prost bleibt bei Ferrari. Gerhard Berger im Bild, der Trainingsschnellste, auch draußen. Jetzt wird schwierig, für wen entscheiden sich die Kameras, wem werden sie folgen? Beide offenbar und offensichtlich noch in ihrer Aufwärmrunde. Mansell in der Box vor sich den Monitor, auf dem die Zeiten angegeben werden. Na, jetzt weiß ich natürlich genau, wo die Kameras draufbleiben werden, auf Thierry Boutsen, den wir hier gesehen haben. Mal sehen. Auf alle Fälle eine schwierige Entscheidung für den Kollegen Regisseur. Gerhard Berger nimmt Anlauf. Die Bestzeit fuhr er gestern mit seinem zweiten Satzqualifikationsreifen. Er war schnell, aber ist einmal optimal, denn er hat bei der Schikane, die Sie eben gesehen haben, einen kleinen Fehler gehabt. Auch hier lässt er sich weit hinaustragen. Ich weiß nicht, ob das sein Wunsch war, so zu fahren. Oder ob er sich ein bisschen verbremst hat. Ein bisschen Verkehr, das dürfte kaum Zeit gekostet hatten. Haben. Das ist die lange Gerade, die ansteigt. 95 Meter Höhenunterschied. Nicht schlecht, nicht viel, das schafft ein Radfahrer, aber das kostet doch ein paar PS. Und wer da die Flügel für die schnellen Kurven noch ein bisschen steiler stellen kann, trotzdem wie die Honda-Piloten, die vermutlich die PS-stärksten Aggregate haben, der ist da schon im Vorteil. Gerd Berger also unterwegs. 1:51.2, seine bisherige Bestzeit. Die Uhr läuft mit. Zwei Pole-Positionen hat er in dieser Saison bereits. Zum Saisonauftakt in USA und dann in Mexiko. Er hat gesagt, ich glaube viermal schon freitags der Schnellste und nie habe ich tatsächlich die Pole-Position geschafft. Vielleicht klappt es dieses Mal. Einfahrt in die Schikane, da hat er den Fehler gehabt. Aber auch diesmal vielleicht nicht ganz optimal. Zumindest hat er viel Randstein mitgenommen, das tut weh dem Fahrwerk und die Zeit. Nein, keine Verbesserung. 1:52.5. Eine Sekunde und drei Zehntel langsamer als eine Freitagszeit. Und das ist gut, wie hier durchkommt. Achtung, 1:51.5. Er verbessert sich zwar, aber nicht um die Ränge. Er bleibt auf seinem dritten Platz. Den zweiten hat ihm ja Senna bereits mit einer guten Zeit abgenommen. Prost bleibt auf seinem dritten Platz hängen mit seiner gestern von 1:51.580 und das ist Thierry Boutsen, der jetzt unterwegs ist. Trainingsschnellste vor 14 Tagen. Car now with Thierry Boutsen on the climb up through the Blanchimont curves. This is the first of these two curves. This is a real white knuckle one. You've got to hang on there. That's quick. And that curve on the outside, it gets awfully close to you. Now hard on the brakes, down into second gear. But Boutsen does it. He drives right across that curve. It looks awful. Must do all sorts of things to the bottom of his car. He thinks it's quick. Let's have a look and see what the clock says. 52.028. Boutsen is now in fourth place. Mansell dropped down to fifth. Er rückt vor und ist vierter. Hat Mansell verdrängt. Fast genau zwei Sekunden schneller Thierry Boutsen als gestern in der Qualifikation und Startreihe bisher für den Belgier. Hier sehen wir Berger und die beiden McLaren im Moment vorn, dann Prost und Boutsen in der zweiten Reihe, Mansell, Nannini, die Reihe 3, Piquet, Alesi,
sind die Reihe 4. Johnny. War schon unter. War schneller als gestern, aber im Moment nur der 8. Rang. Nur in Anführungszeichen muss man das sagen, denn mit dem Ford Cosworth Motor hat er ein Aggregat, das ein PS-Handicap von etwa 100 PS gegenüber den Honda V10 von McLaren beispielsweise haben dürfte. Den Honda-Motor bekommt Tyrell im nächsten Jahr. Dann sind die Aussichten für Jean Alesi noch um einiges besser. Die Auslaufrunde für Thierry Boutsner wird in der Zwischenzeit natürlich erfahren haben, dass er eine gute Zeit herausgefahren hat, dass er vorläufig mit seinem ersten Satz Reifen in die zweite Startreihe gefahren ist. Butzenwebbel Williams. Hier haben wir das 52,2, das war die Zeit. Verlassen müssen vielleicht sogar zum Saisonende. Frank Williams, der querschnittsgelähmte Teamchef, meint, Terry ist zu unbeständig. Man war auch hart im Rennen um Ayrton Senna. Es soll das Angebot um 12 Millionen Dollar von Williams gekommen sein. Gibt es Senna natürlich bei McLaren. Vielleicht kann Button dann doch dort bleiben. Man munkelt aber auch, dass er vielleicht zu Arrows wechselt, wieder zu Arrows wechselt. Er wäre, so hört man, der Wunschpilot von Porsche für das sechste Jahr und für das neue Fahrzeug. Im Bild haben wir Nigel Mansell, weitere schnelle Runde probiert, sich aber gleich in der ersten Kurve schon etwas verbremst hat und weit hinausgetragen wird. Die Zeit läuft mit und ich... And with anticipation here at Spa, watching Mansell. And there's the hard stopper over with on this lap and right up over the curve. Mansell really trying, really going for a quick one now. This is where he's up to over 190 miles an hour. You can see the British supporters waving their flags in joy. He is the ultimate entertainer. He's certainly an entertainer both on and off the track. But really, this is the corner of this right-hander he's through now. Yes, and he got a wheel up the curve. The car snapped viciously sideways, but that was fine today. I was just coming out of this long third gear right-hand corner. He got up that curve, but he stayed well away from it this time. So the lessons of yesterday, well learnt by Nigel Mansell. Oh! Having said it, he goes and does it on the very corner he was almost perfect on yesterday. And we saw a lot of cars actually running over that curve. There's quite a bump on the exit of that curve. There's not a good place to do it. And of course, you're going at one heck of a lick when you're at that point of the circuit. Now he's coming, almost completing the new section. Just a few little twists and turns to do before he comes to Stavelo back onto the old road circuit. And then the great big gulp, because ahead of him lies Blanchimont, a sort of double corner, and it's the second part of that that really is the gutsy one. Yes, and Mansell, absolutely committed. He goes out and does these laps, and we talk about Senna being the master of qualifying, but Nigel Mansell contributes so much to the spectacle and enjoyment of qualifying, because he's totally committed as well, in his particular way. But he was nice and clean and neat through there. Might have looked slow, but really I believe that's the best way to go through that chicane. And let's see his time. 152.268. We are just looking. It's an improvement, but it hasn't improved his position. It's a reasonable improvement from yesterday, taking about 0.4. Kalender, und das ist natürlich auch ein kleines Problem für die Reifen, weil die Reifen in den letzten Kurven abbauen. Aber Lee Goff sagt, es hängt immer vom Fahrer ab. Ein guter Fahrer, der ist etwas vorsichtig in den ersten zwei, drei Kurven und hat dann die Reifen bis zum Ende einer Runde. So viel aus dem Boxen. Dankeschön, Michael. Dankeschön, Lee Goff. In der Zwischenzeit ist Mansell durch, 1,52,2 seine Zeit. Besser als die vorherige, aber er bleibt in der dritten Startreihe vorerst. Fünfter Rang für den Briten.
im Ferrari. Das ist ganz klar, Qualifiers, das sind also die super weichen Qualifikationsreifen. Wenn man wirklich schnell fahren will, wenn man vorwärts kommen will in der Startaufstellung, dann muss man diese Reifen wählen. Sie haben gehört, welchen Unterschied das ausmacht. Aber ein Mann wie Philippe Ayot im Ligier, der gestern disqualifiziert wurde, weil sein Heckflügel etwas zu hoch oder zu breit war, um wenige Millimeter nur, seine Zeiten galten nicht. Der hat also keinen sicheren Platz unter den 26 Startern. Bei 313 Kilometer pro Stunde am Ende der langen Gerade, Gerhard Berger und Ayrton Senna waren heute Morgen die schnellsten. Berger mit 313 Kilometer. Now we're on Nelson Piquet, who's been out, who's found 0.8 of a second of an improvement over yesterday, currently in 7th place, behind his teammate Nannini, who's in 6th. 65 miles an hour, 170 miles an hour for the Honda, possibly through there, now hard on the brakes, down into second gear through that, then third gear before the second part, and a little bit of an oversteer there, Piquet getting very wide and losing it, and spinning, and he's gone out of camera shot, bang! He hit the, oh, that's a very nasty place indeed, because he actually hit the barrier that divides the track from the pit entrance. No damage to Piquet from what we can see, but certainly the left-hand section of the car has an almighty biff, and there was a camera mounted further down the pit lane. We feel and see the vibration of the camera as Piquet hit that. That's the danger of that exit of that chicane. As the car comes out, if you get it wrong, you get on the curb on the chicane, you then get on the curb on the outside of the corner, the car went out of control, and of course it then just spun and hit that barrier. Sie sehen, der Boxeneingang ist versperrt durch den liegen gebliebenen Benetton. Da ist Nelson Piquet aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Die Stelle ist auch nicht ungefährlich beim Herausbeschleunigen aus der Schikane. Da drehen die Räder oft gleich durch, wie das bei Piquet wohl. Nein, da ist zu weit herausgetragen worden auf den Randstein und dreht sich beim Einlenken, beim Korrigieren dann. Aber ich glaube, es ist nichts passiert. Er hat die Leitschiene wohl nicht berührt. Schwer zu sagen von hier aus. Ich hoffe, dass wir ein Wort von ihm hören nachher. Doch, scheint doch, dass er die Leitschiene berührt haben. Sie sehen es auch hier an den Ölspuren. Und das Training ist vorläufig unterbrochen, bis die Strecke geräumt ist, bis wahrscheinlich die Ölspuren beseitigt haben. Wir zum dritten Mal schon, werden Sie sagen, Sandro Nannini im Benetton, den Teamkollegen von Nelson Piquet, den Sie gerade eben gehört haben. Gott sei Dank nichts passiert. Und die Zeit von Nannini natürlich wieder nicht sonderlich gut oder sogar ziemlich schlecht. 1:59. Sie werden fragen, ja, jetzt erzählt er uns dauernd, man kann nur zwei schnelle Runden mit diesen Qualifikationsreifen fahren. Und offensichtlich hat Nannini nur Qualifikationsreifen. Das ist korrekt. Aber man kann natürlich alle möglichen... And at last we see Patrese on a flyer. He's had quite a number of problems here at Spa. He indeed had a fairly major moment this morning when the rear wheel of that car came off on the Kemmel straight, the fastest part of the circuit. He didn't damage himself or indeed the car any further than the mechanical damage that caused the incident. And he's back in seventh place at the moment. 154.26 is what he did yesterday. He's now improved dramatically to 152.7. Denn wir sagten es anfangs, am Getriebe der Williams Renault wurde gearbeitet. Es hat sich für den Italiener gelohnt. 2 Sekunden fast ist er schneller geworden und er rutschte vom 15. Rang, auf den er inzwischen zurückgefallen war, wieder auf den 7. Rang nach vorn. Erinnerung noch einmal, Berger, Senna, Prost und Guten, die ersten beiden Startreihen, dann Mansell und Nannini, Patrese und Piquet. Das Fahrzeug von Piquet wird sicher repariert werden bis morgen zum Rennen. Im Cockpit von Thierry Boutsen waren wir soeben und den Mann mit dem gelben Helm und dem weiß-roten Auto, den kennen Sie, Ayrton Senna. In langsamer Fahrt Richtung Ziel, die Anwärmrunde, eine sehr langsame Anwärmrunde für die Reifen. Offenbar müssen die Reifen bei den Temperaturen und Bedingungen
langsam angewärmt werden. Man muss vorsichtig fahren. Sie hörten es von Nelson Piquet. Er ist ein bisschen hektisch gefahren, weil er sich offenbar geärgert hat, weil er viel Verkehr hatte in seiner schnellen Runde. Und dann reichten die Reifen nicht mehr über die ganze Distanz. Gerhard Berger sehen wir hier vor dem Computermonitor mit den Zeiten, umringt von japanischen Motorexperten von Honda und den britischen McLaren-Technikern. Senna nähert sich dem Ziel und wird jetzt gleich eine schnelle Runde beginnen. Anfahrt auf die letzte Schikane. Senna im Moment Zweiter. Nur 68 Hundertstel. Etwa 7 Hundertstel langsamer als der Teamkollege Gerhard Berger. Senna now having another stab at wrestling pull away from teammate Gerhard Berger. And Senna over the last few races, you're finding Berger becoming increasingly strong within the team. It's taken Berger basically this season to this point to re-acclimatize, or in fact to get accustomed to the McLaren philosophy of Formula One racing. That philosophy is about commitment, whether it's commitment in the car, commitment in the workshop, commitment from the Honda, the engine supplier. Commitment is the word that really epitomizes McLaren these days, and there is the man that really introduced that ultra-high level of commitment, Ayrton Senna. And right now, I'd say Berger's pole is under considerable threat, because Ayrton Senna, who could be deceptive at times, because it's such a machine, the whole combination, the car, the chassis, the engine, and Ayrton Senna, that it doesn't go up over curbs. It is precision at its very, very best. And it's on a very fast part of the circuit at the moment. Again, you notice that he just kisses the white line, hardly goes near the curbs there. And Ayrton was very quick through that corner indeed. He let the car run just out to the very edge of the curb, kissed it, but nothing that would hinder the progress. But this looks, at this point of the lap, to be quick. So we've got to wait now until he comes up back to us to see whether he's been able to maintain the speed he's carried in the first half of the lap. It's the second half of this lap that really is the way to Senna, because it is here, first of all, there's a car ahead of him, looks like a Ferrari. Yes, it is Alan Prost. Now, is Prost going to be helpful or not? Well, yes, he has. Yes, Prost has helped him through that corner. But it's the second half of the lap that the qualifying tire's grip starts to go away, and really that's the difficulty in gauging just how quick can you go throughout the lap. The magic time at the moment is Berger 151.211, and he's done it. And how has he done it, John? That's brilliant. Well, that was a good lap. It looked good. The first half looked brilliant. The second half wasn't just quite so good, but certainly a very impressive time from Senna. He has now beaten the pole time from last year. As we look at Thierry Boutsen, Boutsen has done a 151.902, which was identical to his last time, John. So he's still in fourth place at the moment, but this has really put it up against Berger, and indeed Prost now is on a flyer. Yes, and of course, just looking back at Senna's time, he is actually the first person this weekend to improve upon the pole position he set for last year's race, which is 1:50.8. So it's taken really quite a long time, much longer than any other part of the season I remember, for the cars in 1990 to improve upon the practice times, the qualifying times of 89. But Senna has now done it. He's done it by half a second, with a 1:50.365, and he, to me, now looks to be fairly conclusive about having that pole position for tomorrow. And of course, if he can hold on to it, that will be his amazing 48th pole position. Here's a man that in recent times hasn't been worrying so much about pole positions. Indeed, in his career, he's only had 20 of them, but of course, he's had more points than anyone and more wins. So far, the tally is 43, and he would be very happy, I think, all the same, to get that Ferrari up onto the front row. Because remember, the start here at Spa is crucial. You go off the start line and almost immediately into a hairpin. And if you're on the front row, a chance to get away cleanly against all the mayhem that so often has happened here at Spa in the past. Oh, indeed it is. That first corner of the Las Tours hairpin bend has been the scene of many a little nudging match. But Alan Prost really nudging the stopwatches more than anything else, trying to get his Ferrari onto the front row. And it also looks a very good lap, I have to say. Prost is going to challenge Senna's pole position. Well, no, he didn't make it, but he's on the front row with a 151.043. That lap again looked very, very good, Alan. And again, I think it was only in the last, maybe the last three or four corners where Prost just began to lose that momentum.
the grip that the qualifying tyre has finally not been up to the entire length of the circuit. But Alan Prost on the front row beside his arch rival and contender for the championship in 1990, Ayrton Senna. Gerhard Berger, look at him getting his two left-hand wheels across the curb. That's a nasty part of the circuit, Alan. The curb is quite sharp. If you touch it, it really can throw the car quite violently. And, of course, as where the curb ends is a dip. That's that cloud of smoke. Again, dropping the wheel off the curb. Now we're coming down into this lovely poof-off corner. Berger much steadier through it than Patrese, but doesn't look as quick through it as Senna did a few minutes ago. I think you enjoy pronouncing that corner, John. There he goes. He is always, even yesterday on his very fast lap, and he's one of the few that haven't improved today. On his fast lap yesterday, he had a fairly major twitch and caught it with a lightning reaction. So he is about the only top runner there that we're still seeing the little star on yesterday's time. So we wait to see what he can do. And remember that Senna's already got onto pole position, gone on down into the 50s. And here comes Berger into the bus stop for the last time. He got through there better than yesterday. Yesterday had a flight. The car was well over a foot above the ground. Yes, an improvement for Berger. That's put him back up onto the front row. So it's Ayrton Senna and Martini having a little escapade. That's that long, fast, downhill Pujol corner. Martini never even took the corner. He was so wide, he got onto the gravel and the rubbish on the outside of the corner. The car was just dragged into that gravel trap. Luckily for him, that gravel trap has been extended a number of years ago. They pushed the barriers way, way back. So no damage to the car, but of course that's the end of Martini's qualifying for this afternoon. But going back to Gerhard Berger, that lap of 1:50.948, 3/10 quicker than his time of yesterday. He's back in the front row of the grid, the two McLaren Hondas, back where they really like to be, best of all. Fahrzeug wenig beschädigt, Fahrer unverletzt. Also die Situation an der Spitze: Senna 1:50.3 vor Berger mit 1:50.9, Prost und Buzen in der zweiten Reihe, Menzel, Nannini, die dritte Reihe und bitte noch einmal Michael Schmidt an den Boxen. Ja, bei mir steht der Lokalfavorit Thierry Buzen. Thierry, wie war's im Training? Etwas besser als gestern, aber ich bin zufrieden mit der schwersten Zeit. Er konnte natürlich besser sein, aber mit unserem Auto hier und unserem Motor konnte ich nicht schneller fahren. Das war Maximum, was ich machen konnte. Und dann, ich bin 100% gefahren, das ist der vierte Platz, ich bin damit zufrieden. Jetzt werden viele Leute sagen, Sie haben in Ungarn vor einer Woche klar gewonnen, Pole Position gehabt, vor zwei Wochen. Warum klappt es hier dann nicht? Das ist eine viel schnellere Rennstrecke hier und unser Auto ist nicht so gut abgestimmt hier wie in Ungarn. Das sind zwei verschiedene Rennstrecken mit anderen Charakteristiken. Unser Auto geht viel besser in Ungarn. Nicht so gut hier, aber vierte Zeit ist nicht schlecht. Besonders motiviert beim Heim Grand Prix? Natürlich, aber ich bin motiviert mit allen Grand Prix natürlich. Morgen muss man Reifen wechseln, kann man durchfahren? Ich probiere durchfahren ohne Stopp, aber wir müssen sehen im Rennen. Wir haben wenig Informationen, weil ich heute Morgen nicht viel gefahren bin mit vollen Tanks. So ich habe nicht genug Informationen, um das jetzt zu sagen. Okay, danke schön, Thierry Buzen. Ja, danke schön, Martin Donnelly haben wir gesehen. Über eine ganze Weile auf der Strecke im gelben Lotus Lamborghini. 1:56 war seine Zeit. Nicht besonders. Er steht, lassen Sie mich schauen, er steht auf dem 22. Startrang und hier probiert es im Benetton Ford noch einmal Nannini, der alle Register und Tricks aus der Formel 1 Kiste zieht und Umschnitt auf einen Tyrrell. Die Top-Piloten jetzt alle mit beiden Sätzen mindestens einmal unterwegs gewesen. Das ist der Japaner Satoru Nakajima im Tyrrell. Er liegt recht gut, unmittelbar hinter seinem Teamkollegen Alesi auf dem 10. Startplatz im Moment. Also die Situation an der Spitze hat sich wahrscheinlich eindeutig geklärt und stabilisiert. Senna, der fünf Rennen hintereinander
nur eine Pole-Position herausholen konnte, ist also wieder Trainingsschnellster, wird wie im letzten Jahr aus der besten Startposition ins Rennen gehen, neben ihm seinem Teamkollegen McLaren. You can see it. Senna on pole, alongside him Berger, then we have Prost in the second row with Ferrari, then Boutsen, Mansell back in the third row, we haven't seen him that far back for a while, then Nini, Patrese and Piquet, eighth quickest. And then we continue on, Alessi again, John a little bit further down than usual. Nakajima, good performance from him. Suzuki 11th, that's about where he was yesterday. 12th place Capelli, we wonder if we more to come from the Leighton Haas. Modena in 13th, and then in 14th, let me just catch up here. Guzmán, then Bernard, Martini, Firo, Warwick, Café, De Cesaris, and number 21, position Larini. Donnelly is in 22nd place, Guillard is 23rd, Brabham 24th, 25th Barilla, 26th Alboreto, the last man in, Alio Tarquini, Delmas and Gasher not making the cut. So Ayrton Senna confirmed as a McLaren driver for next year and possibly for the next 2 years. And the McLarens share the front row of the grid here at Spa. Once again, John, it all looks a bit ominous. Well, of course, McLaren on the front row of the grid, and of course Senna now having reached an agreement. He's up again, he's buoyant, he's happy, he's smiling, he's relaxed, and of course he's going for his third victory at Spa, but there's one man I think might be an interesting challenger, that's Alessandro Nannini. He spent most of the afternoon session running in race tires in conditions he's going to be confronted with on Sunday, so maybe Nannini is going to take a leaf out of McLaren's book. McLaren won in Hockenheim from doing that ploy. Can Nannini win on Sunday? Well, certainly Nannini is a man who's been threatening to win for the last couple of races. You can see if he does or not by watching Eurosport, the whole race live. It starts at 12:30 in the UK, 1:30 Central European.